Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars The Old Republic auf pimperialer Seite. So, wir kurven hier über bei Morra, haben jetzt gerade zuletzt die H4 erledigt, die hier gleich am Anfang aufgeploppt ist. Und jetzt gibt es hier noch ein paar andere Quests. Wir prügeln uns hier mit dem Widerstand. Ich überlege gerade, irgendwen mussten wir hier noch für den Bonus, ich glaube Häftlinge und Mörder, umhauen. Standen teilweise draußen, teilweise drinnen rum. Ja. Ja, und allgemein müssen wir auch noch Widerstandstruppen putzeln. Ja, das dürften, glaube ich, die sein, die da näher an der H4 direkt dran waren. Kommen wir aber gleich wieder vorbei. Ja. Nur hier ist es ziemlich leer geräumt. Okay. Damals, als ich das erste Mal in der Beta gespielt hatte, war in der aktuellen Phase diese Quest übrigens verbuggt. Die Dinger sind zerstört geblieben und nicht respawned. Weshalb die gesamte Questreihe auf Balmorra erstmal hinüber war. Komischerweise hatte ich dann die K-52, die dann da später aufploppt. Trotzdem, keine Ahnung, was da los war. So, Ebene 2. Hier unten finden wir dann das Datacon. Dafür braucht man, genau wie bei dem im Kraftwerk auf Republikseite, zwei Leute. Beim Kraftwerk muss man halt eben einer drücken, der andere wird hochgepustet. Hier müssen wir einfach gleichzeitig drücken. Steht jemand links? Ja. Okay, dann 3, 2, 1, drück. Und durch geht's. Ja. Wunderschön. 50er Sif-Hexer hat das ganz clever gemacht. Sprint oder was? Ne, der ist einfach mit reingekommen. Ach so, hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Das macht dann nichts. Genau, der grüne Matrix-Splitter. Rums. Gut aus. Oh. Eck. So, wir brauchen hier aber trotzdem noch Mörder. Ich denke wieder an den Löffler. Der langsamste Tod ever. Häftling? Habe ich neulich hier die werte Verwandtschaft zugezwungen. Hatten alle Spaß. Und die fanden wir nur hier, ne? Ich glaube halt auch draußen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten haben wir halt eben draußen erstmal die für den anderen Bonus noch fix. Das ist halt nach Plagueis. Das gibt's ja. Also warum hier alle einfach irgendwelche Star Wars Namen nehmen? Kreativität. Hm. Hä? Ah. Die zählen aber nicht. Die da vorne dürften zählen. Die auch, na, hier links, ja. Nee, zählen nicht. Das ist absurd, ist weil... Ist die nicht vorne bei den Geschützen mit den Schirmen? Bringt die Kerne zum... Ach, die sind das. Ach so, ich dachte, das war hier noch von der... na, alles klar. Nee, ich dachte, das war noch die von der H4. Ach, klar. Ja, drunter nicht mehr. Dann bei mir. Das hatte ich. Blöd. Ganz verpeilt. So. Macht ja nichts, habt ja mich dabei. Hier. Ich bin gerade versucht, diese drei Mörder des Widerstandes zu ignorieren, wenn hier gerade so überfarmt ist. Ich komme hier nicht mal zum Angriff. Jetzt weiß ich, wie das ist.
ja, da erinnern wir uns wieder wenig an die Situation, den Inkarasan, der Instant Pyro an einem vorbeigerauscht kam, bevor man die Mobs als Tank angeschlagen hat. Oh, wer tankt denn auf Inkara? Icke! Also was macht man noch nicht? Okay, wollen wir jetzt noch rüberschauen für die drei Mörder? Ja, oder? Lass uns eben kommen. Gut, der Vollständigkeit halber. Leichen zum Fleddern, wie schön. Ich flieg bei dir nicht mehr mit, okay? Solange du atmest, ist alles okay. Dann sollte ich besser nicht meine Meditationsübung in deiner Nähe was machen. Was war vorhin mit meiner Leiche? Was war denn das? Ja, Herrgott, da waren alle schon dreimal draufgesprungen. Das kann ich doch nicht mehr brauchen. So ein zerfleddertes Zeug. Das war der Starlink. Wer ist denn da schon wieder drüber gerutscht? Ich meine, Jungs, jetzt mal ehrlich, der hat sich im Fahrstuhl in den Tod geschmissen und wir sind alle drüber getrampelt. Da konntest du noch nicht mal die Leber verwerten. Ich bin so auf den Nil ausgerutscht. Jetzt respawn. Yay! Fehlen aber noch welche. Wir haben noch was zum Spielen gefunden. Spielen! Bringt eure Freunde mit. Ich dachte, wir sind deren Freunde. Naja, dann nehmen wir die draußen mal mit. Reicht auch. Wunderbar. Mann, wie das immer klingt, wenn wir alle gleichzeitig aufsatteln. Sei froh, dass ich jetzt eben nicht durch die Talk gedrückt habe. Ich habe gleichzeitig noch genossen. Gesundheit. Oder Tod und Verzweiflung, je nachdem, wie du es auf der Seite haben willst. Micha philosophiert gerade, ob es genossen oder genießt heißt. Im Osten heißt es Genosse. Genosse Norak ist das dann. Gleich noch was für dich zum Krabbeln hier. Gott, das zuckte noch, als ich anfing. Und da drüben ist dann auch deine Klassenquest, glaube ich. Ja, ich sehe ein grünes Kleidchen. Wow, 900er Heal auf dem Level. Hm? Ja, eben 980 bei mir geschafft. Nicht schlecht. Ach, das hier, ja. Sehr schön. Genau, da lehne ich mich mal zurück. Verschwendet nicht eure Zeit, Sam. Ich auch, ich brauche meine Zeit. Ihr habt Glück, dass ihr überhaupt hier seid. Ich habe euch diese Störgeräte besorgt, oder etwa nicht? Ihr schuldet mir was. Vielleicht nicht viel, aber ihr schuldet mir was. Wann habt ihr zum letzten Mal für uns eine Operation durchgeführt? Was? Kommt schon, das hatten wir doch schon. Der graue Stern hat nicht nach Feiglingen gefragt. Und der Adler auch nicht. Glaubt ihr? Hey, sieh an, wer es endlich geschafft hat. Es ist schön, euch leibhaftig zu treffen. Na, zwei Dose. Das sind die Leute, von denen ich euch erzählt habe. Ich denke, ihr werdet gut mit ihnen auskommen. Hoffentlich besser als ich. Ihr seid niedlich. Ich denke, ich könnte mich daran erinnern, wenn wir uns schon mal getroffen hätten. Was? Ich kenne... Tut mir leid. Ich musste bei unseren HoloNet-Gesprächen vage bleiben. Tatsache, ey. Mein echter Name ist Sanyo Pine. Chemisch, das ist die Frau, die nach der Übertragung vom Adler mit mir in Verbindung getreten ist. Sie will bei uns mitmachen. Aha. Sanyo sagt, ihr habt auf Dragonwell gegen die Imperialen gekämpft. Das Imperium soll einen Preis auf euren Kopf ausgesetzt haben. Ist das alles wahr? Seid ihr tatsächlich so gut im Töten und wollt das Imperium von Balmorra vertreiben? Ich bin der schlimmste Albtraum des Imperiums. Okay.
Nehmen wir mal an, das stimmt. Ich heiße Chemisch. Diese Leute hier, sie folgen dem Grauen Stern, unserem Gründer. Das Imperium spuckt auf sie, lässt sie verhungern und bestraft sie. Nun zu euch. Ihr seid nicht von Balmorra. Ihr habt nicht mitgemacht, was sie durchmachen mussten. Was mich zu der Frage führt, inwieweit ich euch trauen kann. Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Wer hat euch hier zu Richter und Geschworenen in einer Person gemacht? Seht ihr diese Kybernetik? Die linkt ab. Die habe ich mir verdient, als imperiale Soldaten mich den Folterdroiden vorgeworfen haben, weil ich bedrohlich aussah. Da war ich 18. Verdammt! War jetzt keine Antwort, oder? Ich wusste nicht... Sicher, Sanyo. Also, ja, ich habe mir hier Respekt verdient. Ich genieße das Vertrauen vom Grauen Stern. Ihr habt noch viel vor euch. Es ist so, ich habe kein Problem, Leute für Sabotage und Selbstmordaktionen zu finden. Aber echte Soldaten? Sie sind schwer zu finden. Also, nehmt einen Job an und erweist euch als nützlich. Dann reden wir weiter. Ich habe da doch noch so ein paar Tricks im Angebot. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Wie als Selbstmordkommando? Wie als echter Soldat. Es gibt eine verlassene Fabrik nicht weit von hier. Dort wurden Droiden gebaut. Aber die Verteidigungssysteme drehen durch, seit das Imperium die Kontrolle übernommen hat. Es wimmelt nur so von außer Kontrolle geratenen Sicherheitseinheiten. Außerdem gibt's dort teure Ausrüstung. Geht rein. Es gibt dort etwas, das ich will. Die will schon wieder shoppen, siehste? Sagt, was es ist und es gehört euch. Die Okara-Droidenfabrik hat abgeschirmte Energiekerne für Tarndroiden hergestellt. Ich will eine Kiste davon für meine Leute. Meine Leute können die Kerne in Bomben umbauen und diese an feindlichen Basen platzieren. Dank der Tarntechnologie wird sie keiner bemerken, bis es zu spät ist. Klingt gemein, aber manchmal ist gemein genau das Richtige. Stellen wir eins klar. Das ist ein Test. Solltet ihr scheitern, braucht ihr nicht zurückzukehren. Wir werden euch einfach töten. Viel Glück und seid vorsichtig. Die Fabrik ist ein ungemütlicher Ort. Na fein. Ich mag Kevin James. So, hier gibt's auch noch einiges an Quests. Aber bevor ich irgendwas tue, schalte ich mir mal den Pot- und Speederpunkt frei her. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Wollen wir erstmal den eifersüchtigen Ehemann annehmen? Ja. Preist den Imperator! Ihr wisst ja nicht, was es für eine Erleichterung ist, euch zu sehen. Ihr seid die Antwort auf ein Problem, das nicht mehr nur eine Beleidigung meiner Person, sondern eine Bedrohung für das gesamte Imperium darstellt. Was bedeuten einem Sith eure Probleme? Wenn es nur mich betreffen würde, würde ich es nie wagen. Aber wir dienen beide dem Imperium. Mein Name ist Ganza Kohal. Ich bin ein Senior-Forschungsoffizier hier in Troida. Vielleicht habt ihr von meiner Beteiligung an den Plänen des protaktinianischen Bombers gehört? Egal. Nein. Es hätte euch lediglich geholfen, die heikle Natur meiner Arbeit zu verstehen. Die Geheimnisse, in welche ich Einsicht habe. Ich spare mir meinen Respekt für Leute auf, die mir überlegen sind. Ihr werdet noch geringer von mir denken, wenn ich meine Geschichte beendet habe. Meine Dummheit mag dazu geführt haben, dass ein streng geheimer Plan für unser Blastersystem in die Hände der Republik gefallen ist. Warum fangt ihr nicht von vorne an? Mein Vater warnte mich. Er sagte, ein hübsches Mädchen kann mit einem Lächeln mehr Schaden anrichten als ein Sith mit einem Lichtschwert. Aber lasst mich deutlich werden, ich bin nicht der Verräter. Meine Frau hat erst mich und dann unser Imperium verraten.
Erzählt mir von Ihrem Verbrechen, damit ich die passende Bestrafung finde. Ich hätte Kelara niemals an diesen gottverlassenen Platz bringen dürfen. Ich war voller Hoffnung, als sie endlich aufhörte, sich zu beschweren. Aber nein, sie hat ihre eigene Unterhaltung gefunden. Sein Name ist Harris Bunt. Er ist ein Schläger. Er räumt den Müll in der Kantina von Sobrig weg. Der imperiale Geheimdienst glaubt, dass er ein Spion ist. Und ich zweifle nicht daran, dass er derjenige ist, der die Konstruktionspläne hat, die aus meinem Schlafzimmerschrank verschwunden sind. Wenn er diese Pläne hat, wird er den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass so viele der Besten des Imperiums diesen Dienst erfüllen. Die Pläne müssen wieder beschafft werden, bevor Harris sie an die Republik verkauft. Er sollte momentan an der Kantina sein. Ich werde euch mit Freuden eine so große Belohnung geben, wie ich nur aufbringen kann, wenn ihr mir diesen Abschaum vom Hals schafft. Dann werde ich mich um meine Frau kümmern. Das erledigen wir doch wieder. Psst, nicht so viel verraten. Unfähiges Pack hier überall auf Balmorra. Man gewinnt den Krieg ja im Endeffekt alleinhändig. Eigenhändig. Mit einer Hand, alleine. Das waren die Geschütze, oder? Diese verdammten Balmoraner haben keine Ahnung, was gut für sie ist. Ach, der Karte hätte ich aber auch nichts erkannt. Dankbarkeit auf die Knie gehen sollen, als wir ihnen am Anfang anboten, ihnen den Ruhm des Imperiums zuteilwerden zu lassen. Was geht hier vor? Letzte Woche haben diese erbärmlichen Rebellen es geschafft, die Verteidigungsgeschütze rund um Sobrig umzuprogrammieren und auf imperiale Truppen zu richten. Die Ingenieure, die ich geschickt habe, um sie zu reparieren, wurden abgeschlachtet. Meine letzte Hoffnung ist es, jemanden zu finden, der sich den Rebellen und den Geschützen selbst entgegenstellt, um sie zu reparieren. Und ein wenig Nachbräunungscreme für meine Augen. Was springt für mich raus? Ich habe meine besten Ingenieure an diese Bedrohung verloren. Wenn ihr sie abwendet, bekommt ihr alles, was ich ihnen bezahlt hätte. Die Geschütze sind in der Umgebung der Stadt verteilt und werden streng von Rebellenspionen bewacht. Ihr werdet das brauchen, um ihre Verteidigung zu deaktivieren. Und dann müsst ihr diesen Code hochladen, damit wir wieder die richtigen Ziele programmieren können. Diese Rebellen werden für ihre Unverschämtheit mit dem Leben bezahlen. Ist halt mit der Brille vorwärts in den Schlamm gefallen. Noch nie passiert. Ja, und der war so beschäftigt, auf diese detaillierten Karten zu starren, dass er es noch nicht geschafft hat, das Gesicht zu waschen. Man kann sich ja nicht um alles kümmern, Jungs, also bitte. Man muss Prioritäten setzen, ja, das ist richtig. Jetzt marschieren wir zurück, machen da diese Geschütze. Ich müsste langsam mal was verkaufen. Inventar ist voll. Müsste ja eigentlich ganz voll voll. Ja. Warte mal, ich hol mal ganz kurz den Druiden. Und ich hab auch noch ein paar Handschuhe gerade bekommen. Bin ja Krösus. Welche Form, schönes Gerät. Ja, falls du eine brauchst, also falls du die brauchst, Axel. Ich schau mal kurz. Danke, nein. Okay. Da habe ich immer noch die Vermächtnisdinger. Okay. Ja, ist die Folge jetzt mal ein, zwei Minuten kürzer. Aber auf dem Rückweg zu Sobrig erledigen wir dann die Geschütze. Und da gibt es dann auch schon wieder einiges abzugeben und einige Leute zu erledigen. Dann, wir haben sogar zwei Instanzen bei Morra auf, sehe ich gerade. Ziemlich viel los heute Abend. Dann bis zum nächsten Mal. Stay frosty.